Foreign Service Institute. German Fast Course, Lesson 10, Dialogue 1, for Comprehension. Begrüßung und Unterhaltung. Guten Abend, Herr Thompson. Darf ich Ihnen meinen Kollegen, Herrn Bräuninger, vorstellen? Er fährt nämlich bald nach Washington und Sie sind doch gerade von dort gekommen, nicht wahr? Ja, letzte Woche. Guten Abend, Herr Bräuninger. Waren Sie schon einmal in Amerika? Nein, noch nie. Aber ich habe schon viel über Ihr Land gehört und ich freue mich sehr auf die Reise. Sind Sie aus dieser Gegend hier, Herr Bräuninger? Ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen und ich habe auch in Köln studiert. Dann kennen Sie diese Stadt sicher sehr gut. Allerdings, wenn es Ihnen recht ist, zeige ich Ihnen gern mal die Altstadt. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich habe schon viel über Köln gelesen. War es nicht mal eine Römersiedlung? Ja. Es gibt hier auch ein interessantes Museum mit Funden aus dieser Zeit. Ich interessiere mich sehr für Geschichte. Haben die Römer nicht die ersten Weinstöcke mitgebracht? Ganz recht. Ihnen verdanken wir unseren guten Wein. Nun, wenn Sie von Ihrer Amerikareise zurück sind, können wir uns vielleicht bei einem Glas Wein weiter unterhalten. Ja, gern. Lesson 10, Dialogue 2. For Comprehension. Unterhaltung über Familie und Schule. Guten Tag, Herr Bräuninger. Wann sind Sie denn zurückgekommen? Erst vor einer Woche. Die Reise war ein großes Erlebnis und ich bin noch gar nicht wieder ganz hier. Haben Sie sich inzwischen gut eingelebt? Oh ja. Seitdem wir unsere eigenen Sachen haben, fühlen wir uns mehr wie zu Hause. Unsere Wohnung ist schon ganz gemütlich. Ah, das freut mich aber. Ich war übrigens sehr beeindruckt davon, wie viele Amerikaner im eigenen Haus wohnen. In einer Wohnung zu leben, ist sicher eine Umstellung für Sie. Wir sind mehr daran gewöhnt. Naja, das hat seine Vor- und Nachteile. Wir haben weniger Arbeit, aber wir vermissen unseren Garten. Ist Ihre Frau berufstätig? Ja, sie arbeitet seit einem Jahr wieder als Grafikerin bei einer amerikanischen Werbeagentur. Erst in Amerika und jetzt hier. Oh, das ist ja interessant. Meine Frau ist Apothekerin, aber im Moment nimmt sie Mutterschaftsurlaub. Unser Jüngster ist erst 2 Monate alt. So etwas gibt es bei uns noch nicht. Aber die Frauenbewegung setzt sich sehr dafür ein. Diese Art von Urlaub ist sehr wichtig für eine Familie. Wir haben noch eine Tochter in der Grundschule und einen Sohn in der Oberschule. Haben Sie auch Kinder? Ja, wir haben eine verheiratete Tochter in Amerika und 16-jährige Zwillinge. Die beiden besuchen hier die amerikanische Schule. Lesson 10, Dialogue 3, for Comprehension. Unterhaltung über Politik, Fernsehen und Wirtschaft. Hatten Sie übrigens in Amerika Gelegenheit, ein paar Fernsehsendungen zu sehen? Ja, ich habe im Fernsehen Nachrichten und Berichte über die Wahlen gesehen. Das war sehr interessant. Aber mich hat die viele Werbung gestört. Bei uns hier werden Sendungen ja nie durch Werbung unterbrochen. Ja, mir gefällt es auch besser, wenn die Werbung in Blöcken gesendet wird. Ich habe gestern 2 Stunden lang eine Berichterstattung über die Landtagswahlen gesehen, ohne Unterbrechung. Ich war übrigens erstaunt, wie viele Stimmen die SPD und die CDU verloren haben. Ja, und davon haben die Grünen und die FDP profitiert. Das zeigt, wie wichtig vielen Deutschen Umweltschutz und Rüstungskontrolle sind. Mir ist aufgefallen, dass sich die Amerikaner eher für die Arbeitslosigkeit und andere wirtschaftliche Probleme interessieren. Ja, die Automobil- und Stahlindustrie, die Landwirtschaft, überall gibt es Schwierigkeiten. Diese Probleme haben wir in der Europäischen Gemeinschaft auch. Lesson 10, Dialogue 4, for Comprehension. Ein Wochenende planen. Vielleicht gehen wir ins Kino. Möchtet ihr einen deutschen oder einen amerikanischen Film sehen? Im Palastkino gibt es am Wochenende Casablanca. Allerdings nicht in der Originalfassung, sondern synchronisiert. Gibt es vielleicht ein interessantes Konzert? Ja, in der Turnhalle dirigiert Loren Marcel ein Beethoven-Konzert.
Übrigens, im Städtischen Museum soll es eine sehr interessante Ausstellung geben. Da ist es aber am Wochenende immer so voll. Im Kino ist es am Wochenende auch immer voll. Ich bin nicht mal so sicher, dass wir für heute Abend noch Karten bekommen können. Ich habe im Wetterbericht gehört, dass es morgen sehr schön sein soll. Wie wär's mit einem Ausflug? Ja, das ist eine gute Idee. Zuerst könnten wir im Stadtwald spazieren gehen und dann in der schönen Aussicht zu Mittag essen. Janet, warst du schon mal im Stadtwald? Nein, noch nicht. Aber ich wollte immer schon mal dort spazieren gehen. Gut, dann hole ich euch beide gegen 9 Uhr ab.